Hallo und herzlich willkommen zu Nesto Gaming TV. Ich bin euer Lars und mache jetzt einen Netztest zu JFK Reloaded. Mein ganz, ganz getreuer Freund und ein leitendes, um es politisch korrekt auszudrücken, ein leitendes, das hat er mir so reingehämmert, Mitglied von Nesto Gaming TV, wird dies Ganze als ein überzeugter Fan von JFK Reloaded kommentieren. Mal sehen, okay, was er dazu zu sagen hat oder ob es ihm dabei die Sprache wegschlägt. Was? Ich hab dir jetzt gar nicht zugehört, oder? Ja, er trinkt da mal wieder hier seine Punika. Das trinken nur die harten Jungs. Tropical Foods. Ja, das trinken nur die harten Jungs. Ja, die in Jogginghose rumlaufen und allen als Schuster. Und jeden als Zeichner. Ja. Okay, dann lass uns mal starten und uns das Ganze mal angucken. Wir befinden uns in Texas. Dem fettesten Staat Amerikas. Der fettesten Staat Amerikas. Es ist 1960. Sixth Floor. Ja, da war ich noch jung, ne? Und das Wetter ist schön und ich habe ein kleines Sniper-Gewehr. Also, nicht wundern, der ist nicht gestört oder so, der macht mir Spaß. So. Die Grafik ist ja eigentlich recht nice für so ein altes Game, oder? Naja, ja, ist von 63. Okay. Oh, ich hasse einen. Und eine Limousine. Was tun wir da? Und ich fail jetzt voll. Bleib stehen, Arschloch. Ja, Volltreffer. Gut, JFK hier ganz nah an uns dran. Es wäre ziemlich nötig, jetzt nicht zu treffen. Schaut es euch genau an, das hier. Die Frau? Ja, das ist ein Mieter. Die hat es überlebt. Man sieht hier schön die Einflusslöcher. Und die Frau auch noch mit dem Ausschnitt. Ihren Ehemann, den Gouverneur. Und noch keine Insassen, keine Zeugen hier. Keine Zeugen, da müssten wir sogar beeilen, oder? Oh, guck mal hier. Nein, so geht das nicht. Den Polizisten umgefahren. Und hier fahren sie überall so durch die Gegend. Ja, da rasten sie schon aus. Oh ja. Da können wir uns das Ganze mal angucken. Ja, also, es ist natürlich nicht genauso abgelaufen. Da waren schon einige Leute mehr. Und ich glaube, da hätte ich auch reingeschossen. Nee, eigentlich war es in einer. Echt? Ja, die haben den JFK gekillt. Ja, nee, ich meine, da waren noch ein paar Leute mehr und auf der Seite, ne? Aber du hörst ja hier. Der Hund. Du hörst ja im Hintergrund die ganzen Stunden irgendwelchen Leuten, die da zujubeln und so. Aber ist niemand. So, ja, der Hund natürlich. Ich dachte, ist da vorne noch hinten oder so? Fahren wir nicht weiter. Das ist gut, ja. Okay, und da sieht man hier nochmal den Gouverneur sterben. Der Arme. Wieso zappelt der immer nach vorne und nach hinten? Denn der hat so einen unruhigen Sitz wie Kim. Was? Kim und Schreien? Alter. Okay. Ich glaube, mal gucken, was ist hier? Ah, verschiedene Kameraeinstellungen. Probieren wir doch gleich nochmal. Ja, das Ganze springen wir nochmal zurück. Ich möchte das mal in einer anderen Kameraeinstellung sehen. Hier von hier hinten. Wird's bestimmt interessant. Ja, komm, du lass abspielen. Ja, okay. Aha, hier. Die Inkompetenz meinerseits ist manchmal echt unglaublich. Tucker. Was für ein Auto ist das? Die Marke, die kennst du bestimmt, Kim. Sieht nach einem Cadillac aus. Cadillac? Ja, ein Cadillac. Leck mal ein Cadillac. Kannst du mal ein Cadillac oder was? Ich glaub's nicht. Bäm, voll den Fahrer erwischt. Ich hab ihn. Oh Gott. Und der Hund.
Lösch wird auch sie. Die guckt sich um. Guck mal, wie ruhig die einfach da sitzen bleiben. Ja. Und auch ihre Präsenz steht. Ja, nee, nee. Was glaube ich hier ist, guck mal, du siehst dieses Gebäude. Alle Fenster sind geschlossen. Nur eins ist offen. Da sind überall Polizisten mit Pistolen. Statt da oben zu schießen, Waffen am Seite. Ja, genau. Also das, die erste Regel ist ja generell eigentlich Feuer erwidern, oder? Nee. Ja, okay, das allerdings auch. Ah, hier ist ganz interessant. Boah, finde ich geil. Kennst du auch nicht gar nicht, oder? Also gar nicht kennst du das. Nee, ich habe das echt noch nie. Ich habe mal einmal drauf geschossen, dann das Spiel sofort beendet, aber... Guck dir das mal an hier. Hier siehst du den genauen Verschuss, den genauen Verlauf des Schusses, ne? Ja, der Verschuss. Ja, der erste Schuss hier, ne? Er ist in die Lunge rein und ja, abgeprallt und wieder weg. Ich hab das Auto aufhören, wieder sich zu drehen. So. Der zweite Schuss. Oh mein Gott, hat den Limousine getroffen, hat den Limousinenfahrer getroffen, hat ihn wieder verlassen durch die rechte Schulter. Ja, das steht ganz genau da, durch die rechte Schulter. Also Hals rein, rechte Schulter raus. Ja. Und er hat es überlebt, ne? Ja, okay. Oh, 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 hier ist eine geile Momentaufnahme, ne? Hit JFK's brain and killed him. Exit JFK's head. Und dann in die Limo rein. Ja. Für diejenigen, die es genau sehen wollen, ich habe ihn irgendwie an der Schläfe erwischt oder knapp über der Schläfe und der ist halt zumindest kaputt gegangen. Ja, also das sieht ein bisschen abartig aus. Das ist so nach Motto hier, das ist das Einzige, worum es in dem Spiel geht, ne? Ja, die Limousine ist einfach so leer. Ja. Und der vierte Schuss, der hat die First Lady getroffen. Ja, offenbar eigentlich irgendwie den Kopf, ja, voll in den Kopf, aber hat sie nicht getötet, wie man sehen kann, ne? Wahrscheinlich war es nur die Haare. Ja, so irgendwie, wahrscheinlich ist sie blond, färbt sich nur die Haare und deshalb hat sie es überlebt. Und Vegetarier. Und Vegetarierin. Hast du schon mal was von Flexitariern gehört? Flexitarier? Oh, der zweite Schuss hat sie nochmal in den Kopf getroffen und getötet. Und zwar in ihr Gehirn. Flexitarier sind Leute, die nur ab und zu Fleisch essen. Also, hier haben wir ganz, ganz viele Schüsse, mit denen ganz, ganz viele Leute gestorben sind. Und ich habe minus 825 von 1000 Punkten bekommen. Boah, ich bin ein geiler Attentäter. Da komme ich ja gleich hier dem Ezio aus Assassin's Creed gleich. Tötet auch einen Haufen Unschuldiger. Ja. War es dann eigentlich so von uns? Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, also auf jeden Fall, ihr müsst uns abonnieren, das ist absolute Pflicht. Da sind wir jetzt so richtige Abonnenten. Also abonniert uns. Sonst setzen wir irgendwo einen Scharfschützen hin, ja, der ganz unoffensichtlich irgendwo nur ein einziges Fenster öffnet, wo er rausschießt. Und ja, liked uns, macht alles, kommentiert positiv, aber auch nur positiv. Und ja, bleibt negative uns. Kommentare schickt ihr an. Komm, wir brauchen eine Adresse, am besten die von Erik. Nein, das machen wir nicht. Man, okay. Man sieht sich. Man sieht sich, tschö.